Tip! I'm so excited! But let's keep it together. At least until the first death. I hope your front door is locked and your phone is switched off. It's match time. And nothing can come in the way of a head coach and his blood bowl! They're extremely capable players. Ja, huhu, hier wieder beim Quali in den Stadien der Blood Bowl Welt von Blood Bowl 2. Wir spielen wieder gegen Dunkelelfen. Ich habe mal wieder die Zwischensequenzen ausgehabt am Anfang des Spiels, deswegen keine Teamvorstellung. Müsst ihr mitnehmen. So, Manu, Preak und Quali sind auf der Ersatzbank. Ich hätte gern den Preak im Spiel. Weil ich es kann. Coriminus ist im Spiel, ist okay. Wir brauchen ein bisschen mehr Leute mit Tackle, auch wenn Plastiklöffel kurz vom Aufleveln ist. Wir brauchen Leute mit Tackle. Manu also ins Spiel. Na komm. Manu für Plastiklöffel. Mischka ist okay. Hier vorne und der gute Bero hat auch kein Tackle. Dafür nehmen wir den Koali in die vorderste Front. So, und hoffen, dass er nicht niedergestochert wird da von den Dunkelelfen. Alles klar. Wir starten. Wir sehen zwei Hexenkriegerinnen und drei Assassinen und noch einen Starspieler. Also einen Starspieler-Assassin. Und zwei normale Assassinen. Das wird hart. Viele Dolche werden hier um sich fliegen. Einige Erstechenversuche wird es geben. Allerdings relativ wenig Rüstung auf dem Feld. Es könnte also auch Casualties geben auf unserer Seite. Den Gegnern auch nur zwei Ersatzspieler, wenn ich das richtig sehe. Da kommt schon der erste Dolch geflogen. Und der Blitz gegen den Manu. Dann haben sie sich als weiches Ziel hier ausgesucht. Aber so nicht. So nicht, so nicht. So, Mischka darf den ersten Block des Spiels machen für uns. Und der gelingt auch direkt mal. Läuft. So, und als nächstes wollen wir mal versuchen, hier Richtung Ball zu kommen. Deswegen hier der Blitz in dem Pseudo-Käfig und der wiederholen wir direkt mal den Wurf, damit wir hier auch mal direkt diesem Blitzer, oder dessen Feldspieler sogar, zeigen, wo der Hammer hängt. Denn heute haben die Dunkelelfen es mit gefährlichen Chaos-Tiermenschen zu tun. Hartmann ist auch wieder am Start, dann läuft man direkt neben den Ball. So. Hier gibt es einen Block. Jetzt die Hunde bis noch da, alles klar. So, der Starspieler-Assassine. Weg mit dir. Und Koali gegen diesen Blitzer. Wo willst du hin? Ist er da, alles klar. Hin. So, der Eloridas einmal nach da. Und... ja, jetzt habe ich mir fast gedacht, dass der Bloodscorpion keinen Bock hat, wenn er nicht blocken darf. Aber gut, steht auch da ganz gut. Ein bisschen wenig niedergeschlagene Elfen für meinen Geschmack. Was folgt jetzt hier?
Ich sehe da einen Erstechungsversuch. Oder zumindest Feuer einen Block. Da ist der Erstechungsversuch. Nagelt den Ball allerdings auch an der Stelle fest. Lestrak. Du wurdest erdolcht. Nichts Schlimmes, Lestrak. Nichts Schlimmes. Immer noch zwei Spieler von uns am Ball. Da wird er jetzt auch nicht so viel dran ändern können. Tackle rockt gegen Elfen. Ich sag's immer wieder. So. Was haben wir denn hier? Haben wir einen mit Guard? Der hat keinen Guard. Auch keinen Guard. Der auch nicht. Alles klar. Läuft. Dann hauen wir jetzt erstmal den Ballträger um hier. Hat der Blocken? Der hat Blocken. Wir wiederholen das mal. Ja. Da verliert er den Ball. Und ist gelähmt. So muss das sein. So, dann schlagen wir zu hier. Ist nur ein einser Block. Warum ist mir jetzt gerade nicht ganz klar, warum das nur ein einser Block ist? Die beiden sind... Der hat... Nee. Die haben beide keinen Guard, sind beide geblockt gewesen. Ich habe hier eine Unterstützung. Ach, der hat Stärke 4. Ah, da war der Casus Knactus. Der ist aufgelevelt in Stärke 4. Alles klar. Gut. Dann haben wir jetzt hier mal einen Elfen umzuschlagen. Das ist ganz gut geglückt. So, wo haben wir denn unsere Gewandtheit? Da ist der Mischka, der muss mal hier rüber. Mit seiner Gewandtheit 4 kann er auch ohne Probleme ausweichen. So. Einmal so einen dicken Minotaurus neben den Ball stellen. Und der Coriminus versucht jetzt mal den Ball aufzuheben. Oh, läuft. Sehr gut. Okay, dann kriegst du noch Unterstützung. Hoffentlich geht das mit dem Gofurt klar. Okay. Und dann sind wir durch. Und schauen mal, was der Elf draus macht. Erstmal steht er da rechts auf. Ja, ist okay. Hexenkriegerin kommt zur Unterstützung nach links rüber. Hazateal. Ganzen Assassinen, ich weiß nicht, ob das so effektiv ist. Vor allen Dingen auch zu viele Starspieler. Ich meine, gut, der wird wahrscheinlich, obwohl wird er sich die... Ja, ich glaube, er könnte sich die Starspieler geleistet haben vom Stärkeunterschied, vom Geld davon. Dafür ist Ringen halt immer gut. Da hat der Coriminus den Ball für die längste Zeit gehabt. So. Einmal aufstehen, Coriminus.
So, Blood Scorpion. Auf die Hexe, los! Schnapp sie dir! So, wo ist der Mischka? Wer ist hier hinten? Der schnappt sich jetzt mal den Ball, obwohl es in der Tackle-Zone ist. Ja, ein Wiederholungswurf. Auf die 3 muss es funktionieren. Ja, okay, läuft. Ein 1er Block. Ach, da. So, was haben wir denn hier noch? Ah, hier haben wir noch einen Block zu machen. So, Manu, hier einmal neben die Hexenkriegerin. Und hier haben wir noch mehr. Ah, das war dumm, das war dumm, das war dumm. Okay. Den hatte ich mal wieder übersehen. Wird schon fast so blind wie der Bero. Hypnotischer Blick gegen den Blood Scorpion. Das ist effektiv. Und er hat sogar Tackle und dadurch sind wir den Ball los. Na, da kommt der Wiederholungswurf. Und trotz Tackle-Zone schafft sie es, den Ball aufzunehmen. Oh gut, das ist auf 3, das kann man machen. Ja, das ist nur ein effektiver Zug der Dunkelelfen, würde ich sagen. Preak lassen wir erstmal liegen, das liegt da nicht so ganz koscher. So, Samu, es ist an dir, den Ball zurückzuerobern. Sieht gut aus. Also zumindest mal wieder frei zu machen, den Ball. Ja. Darf ruhig mitkommen. So, der Ball liegt frei halbwegs, aber wir haben keinen Spieler, der da hinkommt. So, hier, hypnotischer Blick, ich glaub's wohl hier. Weg mit dir. Ab in die Fans. So. Wir haben noch einen Blitz. Den nutzen wir jetzt auch. Hat der Blocken? Der hat kein Blocken. Gefundenes Fressen für unseren Partner. Allerdings kommen wir nicht wieder weiter zum Ball. Ja, richtig zufrieden bin ich nicht mit diesem Spielzug. Eine Hexenkriegerin in die Menge. Yes! Und da ist wieder die Casualty von unseren Fans. Auf die kann man sich verlassen, auf die Fans. So. Kuriminus hat Ausweichen. Das heißt, wir haben einen Wiederholungswurf. Kommen wir jetzt zum Ball hin. Mitten im Go for it. Das ist ein sehr risky Zug, aber wir versuchen ihn. Manndeckung.
Ja, komm, komm halt mit. So. Darf wieder mit. Er zwingt uns also jedes Mal einen Ausweichentest zu machen. Und der hat auch noch Tackle. Okay, das war mir jetzt nicht so bewusst. Na, kommt er wieder mit? Ah, fehlgeschlagen, Gott sei Dank. So, jetzt aber hier. Zack, neben den Ball, das war wichtig. Und der Preak versucht mal den... das Unmögliche. Ja, aber besser liegt da, als dass er da liegt. Okay. Ball freigemacht, zwei Spieler über die Kante geschubst. Nur die Casualties lassen wieder auf sich warten. Also dafür, dass wir eigentlich so ein Prügelteam sein wollen, hauen wir zu wenig Leute in die verletzten Box. Na, ja, stechen gegen Chaoskrieger. Kann man mal machen. Ja, auf die drei aufheben. Wieder geklappt. Ohne Wiederholungsruf sogar. Da kommt der Wiederholungswurf. Aber nicht mit Blood Scorpion. Yes, weg mit dem. Das musste bestraft werden, diese Aktion. Aber ich glaube, ich hätte es auch versucht. So, der Gegner hat wieder den Ball. Das ist nicht so geil. Jo, und wir haben Horkon getötet, den Starspieler. Starspielerpunkt für Eloridas, der noch einen einzigen Casualty vom Aufstieg weg ist. Als nächstes hier mal die Hexenkriegerin. Die hat in der Tat noch keinen Block, sehe ich das richtig? Okay. Dann so. Und einmal den Blitz von Cartman. Weg mit dir in die K.O.-Box. So. Manu, schnapp dir den Ball. So, das ist ganz okay hier. Wir haben hier schon... Ja, der ist noch gefährlich. Ah, das war dumm von mir. Weil er am Blocken ist, okay. So, hier rauszukommen wird schwierig für den Gegner. Einser Block mache ich jetzt gerade nicht. Hier hinten sind... Ach ja, hier ist noch der Preak. Der Preak! Komm hier mit, go for it. Dann haben wir noch einen Block zu machen, wenn das klappt. Klappt aber nicht. Irgendwie heute der Preak ist für die Slapstick-Einlagen zuständig. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass er hier durchkommt. Ball entreißen. Der arme Manu. Ja, es war klar, dass er versucht, den Minotaurus umzudolchen, aber haben wir Glück gehabt. Sehr anfällig Minotauren für Assassinen-Attacken. Frank ist K.O. Unglaublich, dass die Elfen hier genauso gut prügeln wie wir. Eigentlich ein Unding. So, haben wir hier. Preak.
Einfach nur da stehen kannst du, oder? Ja. So, wir brauchen jemanden mit Tackle gegen die Hexenkriegerin. Da ist der Elori, das ist doch der Mann für. Komm, Elori, das, du brauchst noch einen Starspielerpunkt. Ja. K.O. bringt keinen Starspielerpunkt, aber ist hilfreich. So. Cartman, hol dir den Ball. I don't rate that player's chances of still standing at the start of the next turn. If they are, then we may see a touchdown. So. Der Assassine. Was? Du willst keinen Assassinen hauen? Och, Menu. Menu Pino. So, wir beenden aber hier den Zug. Ist okay. Jetzt kommt das Erstechen versucht. Ja, und diesmal klappt's gegen Mutaus. War Gott sei Dank nur gelähmt. Das kommt davon, Black Scorpion. So, vorletzter Zug für uns. Und wir versuchen mal hier den Ball ein bisschen in Sicherheit zu bringen. Machen noch nicht den Touchdown. So, der Freak. Mal hier rüber. Kuriminos zur Unterstützung nach hier unten. Damit der Quali den hier hauen kann, mit Stärke 4 Typen. Ach, ich sag's doch, mit Stärke 4 Typen, ja. Okay. Ein Blitz gegen den Assassinen. Das muss gerecht werden mit dem Blattskorpion hier. Gelähmt. Schon sehr gut. So, zu beenden. Na, nur schieben. Aber er hat noch eine zweite Möglichkeit, hier den guten Freak zu hauen. Ja. Schafft er nicht. Was das immer soll, ich weiß es nicht. So, unser letzter Zug. Da machen wir nur den sicheren Touchdown mit Cartman. Cartman! Auf dem Weg zum Tackle. Wenn er aufsteigt, geht es zum Tackle geben. Yay! Halbzeit. Ah, da kommen viel zu viele Elfen wieder aufs Spielfeld. Das ist eklig. Bah. Gut. Mischka auf dem Feld. Beru auf dem Feld. Können wir uns mal leisten, Beru auf dem Feld. Plastiklöffel muss auf jeden Fall auch aufs Feld. Koali. Preak. Ja, du hast heute nicht so richtig Bock, Preak. Deswegen lass mal dich mal wieder stehen. Backfisch auch nach hinten. Na, komm her.
Zwei. Starspieler ist auf der rechten Seite. Wir gehen über links. Komm. Lesrak. Wo ist denn der Samur mit seinen wenigen Bewegungen? Also. Lesrak. Da. Alles klar, das dürfte ganz gut aussehen. Ist ja jetzt rechts unten die Taste. es regnet. Das ist für uns gar nicht mal so gut. Wähle einen Spieler, der den Ball bekommen soll. Ja, Plastiklöffel. Alles klar. Gut, dann versuchen wir jetzt mal diesen hier kaputt zu hauen. Der hat gewandt. Okay, läuft. Blood-Skorpion. Hätte ihn lieber hier gehabt, aber gut. Geht halt nicht immer. Schieben gegen den Assassinen. Weg vom Ball. Beru, der Blitz ist dein. Ach, das ist der Stärke 4 Typ. Beru, da hat es nicht übernommen. Oh, der Beru, da hat es nicht übernommen. Scheiße. Sich da nie drauf achte vorher. Tut mir leid, Beru. Meine Schuld. Ich gebe es zu. Klarer Coaching-Fehler. Noch kein Angriff auf den Ball. Eigenartig. Sehe ich das auch gerade richtig, dass keine Hexenkriegerin auf dem Feld hat? Sind die alle K.O.? Einer K.O., einer verletzt. Okay. Läuft. Jedes Mal, wenn der Erstechen-Sound kommt, zuckt man kurz zusammen. Jetzt. War's das? Okay, das war's. Gut. Hoffentlich mag der Blood-Skorpion mitspielen. Versuchen hier mal den Stärke 4 Heini mal aus dem Spielfeld zu kicken. Ja, Blood-Skorpion macht mit. So far zumindest. Und raus aus dem Feld. Und wieder weg von der Kante. Mischka nach vorne. So, viel haben wir sonst hier nicht zu tun. Bisschen Assassinen moppen. Das ist wieder ein klarer Fehler von mir. Gott sei Dank nichts Schlimmeres passiert. Irgendwie ist meine Konzentration ein bisschen im Eimer. So, mehr Unterstützung Richtung Ball. Manu, hör mal. So, und dann beenden wir den Zug. Und schauen mal, ob sie Elfen draus machen. Ausweichen! Weicht dem Cartman aus!
Is the assist gonna be enough to come out on top? Da kommt der Wiederholungswurf und Cartman geht zu Boden. Und gewann Teil 5 Assassine, ist auch hart. Aber es ist alles nichts sonderlich Schlimmes hier, was hier passiert. Wir haben halt hier relativ wenig Blockmöglichkeiten. Das macht der Gegner zumindest relativ gut. So, aber wir machen hier einen Blitz mit Blattskorpion. Keine Casualty leider. Ein Feld, Raumgewinn. Fans sind gefährlicher als Spieler. Ja, das stimmt, der Blood Bowl manchmal. Nicht immer, nicht immer. So. Und auch hier noch mehr Spieler an die Line. Hier sind wir ein bisschen offen, aber gut. Irgendwas ist immer. Haha. Die Doppel-Eins. Bisschen glücklich auf unserer Seite. So. Ne, faulen wollen wir nicht. Da liegt also auch jemand. Okay, okay, okay. Wir hauen erstmal den hier. Pock. Nichts passiert. Komm, Cartman. Cartman ohne Tackle ist das gegen Elfen nicht so einfach. Da helfen auch Klaue und so weiter nicht. Komm, Elori, das hol dir deinen letzten Starspielerpunkt, den du noch brauchst. Und? Na, gelähmt. Plastiklöffel, yay! Not a wise place to end your turn on the border of the pitch. If the player gets pushed into the crowd, well, last time that happened, it took 3 days to piece the body back together. So, jetzt haben wir ein bisschen Raum gewonnen hier. Sieht gut aus. Für meinen Geschmack gibt es zu wenig Verluste auf Seiten der Elfen. Na, abrollen ist eine starke Fähigkeit. Auch wenn der Gegner sie hier nicht nutzt. Ja, Corinus. K.O. Okay. Mögen sich meine Spieler das mal gut angeguckt haben. So macht man K.O.s. So. Mal hier. Ich möchte den eigentlich weghaben. Von daher erstmal nur schieben. Und weg in die Fans. Sehr gut, auf die Fans kann man sich verlassen. So, überspringen. So, und der Blood Scorpion sorgt hoffentlich für die nächste Casualty. Ah, schade. Schade, schade. So.
Elo, nächste Chance für deinen Casualty-Punkt. Yes! Der zweite tote Assassine in diesem Spiel. So muss das sein. Und der Aufstieg für Elo. Perfekt. Mishka einmal hier in die Line. So. Cartman hat hier einen Einserblock, den nehmen wir. Der ist leider mit Ausweichen gesegnet, dieser Imperelf. So. Sieht gut aus. Zug beenden. Ich glaube, alles, was sich jetzt hier in die Nähe traut, wird niedergemäht. Hoffe ich das zumindest. Blood Scorpion ist heute auch relativ gut drauf. Zwei tote Assassinen. Langsam kommt das Spiel in Fahrt. So gegen Ende der Partie. Das Blut rünstig. Dich. Auch Cartman. Ziel Nummer 1. Geht er down, da geht er down, da geht er down. Und? Ah, die Rüstung hält. Sehr gut. Alles klar. Der hier hat Lust auf eine Prügelei. Und keine Casualty diesmal. Leshrak. Hier ist Starspieler, ist doch dein Ding. Gelähmt. Ist okay. So, wir haben ein bisschen Raumgewinn. Not a wise place to end your turn on the border of the pitch. If the player gets pushed into the crowd. Well, last time that happened, it took 3 days to piece the body back together. Cartman aufstehen, hier wird nicht rumgelegen. So. Der hat Blocken. Hab ich aber auch. Nehmen wir noch Blocken. Kann der Manu das besser? Nee, kann er nicht. Alles klar. So, und dieser Spieler wird auch mal unter Druck gesetzt. Zug beenden. Vielleicht können wir sie ein bisschen locken, dass sie hier in die Richtung kommen, aber ich glaube eher nicht. Na, hier unten wird sich in Niemandsland noch geprügelt. Zwei Elfen gegen drei Tiermenschen. Ach, irgendwie bin ich müde, ich weiß auch nicht. Das Spiel ist so einschläfernd. Okay. Blood Scorpion, deine Chance. Das geht mal den Wiederholungswurf. Ja, natürlich 50-50 Chancen mal bei Einzelgängern. Gehen sie beide down. Das ist natürlich jetzt eine schlechte Position, weil der hier gleich aufsteht und eine Möglichkeit auf den Ball hat. Schauen wir mal, was er macht. Ja, war klar. Wir nehmen den. Denn der hat Block und der nicht. So. Das ist unser letzter Zug. Das heißt, der Leshrak kümmert sich jetzt mal um den da. Hoffentlich. Oh, das reicht völlig.
doch nicht. Shit. Shit. Das Gewand hatte ich mal wieder übersehen. Noch einen Blitz haben wir nicht. Das heißt, er zwingt mich auf jeden Fall zu einem Ausweichenversuch mit Plastiklöffel. Wir haben noch zwei Wiederholungswürfel. Und hat er irgendwas Geiles noch sonst? Tackle. Unerschrocken. Gewand. Tackle ist natürlich auch noch scheiße. Wir haben keinen Blitz mehr über. Naja, wir müssen den Versuch wagen. Komm, Plastiklöffel, du schaffst das. Komm. Ja, okay. Puh. Mit der Trainingsmarke, mit dem Reroll schafft Plastiklöffel den Aufstieg und den Landstamm. Yay! Go, Plastiklöffel! Extra Wiederholungswurf, mit dem wir wieder mal nichts anfangen können, und jetzt heißt es wieder zu sehen, wie der Elfengegner hier einen total unnötigen letzten Zug macht. Dann wollen sie den Elo noch umboxen. I suppose I should say something memorable or funny. Tja. Nicht mit Beru. So close to a war of the heart. Was das sollte, weiß kein Mensch. Naja. Matchende, wir gewinnen 2-0 gegen die Dunkelelfen und haben auch noch gut Gewinne eingefahren. Läuft. So. Wer ist denn hier? Kuriminus ist Spieler des Spiels geworden, alles klar. Wir haben den Wettbewerb gewonnen. Okay, wir haben den Aufstieg erstmal zu vergeben hier. Plastiklöffel. Komm, gib uns was Gutes. Ne, eine allgemeine Sache. Blocken haben wir schon. Knochenbrecher haben wir schon. Tackle. Noch mehr Tackle im Team kann nicht schaden. Mutation. Werden unerschrocken. Wir wollten ja auch mal hier so eine Fiesen machen, aber wir haben ja halt noch nur Zugang zu diesem Skill hier, zu Brutal. Das ist ein, ja gut, das kann ich jetzt nicht reingucken. Was haben wir hier? Robust. Greifen, zerquetschen, Mehrfachblock. Macht alles für sie keinen Sinn. Störendes Wesen.
Ich glaube, ich bleibe bei Tackle. Unspektakulär, aber mehr Tackle im Team ist, wie man gesehen hat, gar nicht so verkehrt. So, und Eloridas, vielleicht haben wir hier etwas Lustigeres. Wir haben eine 9, das heißt auch hier nichts sonderlich Cooleres. Wir könnten ihm Klauen geben. Brumm, brumm, brumm. Klauen. Ball entreißen, macht keinen Sinn. Stoßrückgabe, nee. Zerquetschen, ja, was? Allerdings liegt er dann halt auch immer am Boden. Aber wie effektiv das sein kann, haben wir in dem Echsenmenschen-Team, glaube ich, gesehen, gegen das wir gespielt hatten. Ich glaube, ich gebe dem Eloridas mal unterstützen. Haben wir jetzt auch mal einen davon im Team. Und so ein Stärke 4 Unterstützer ist schon fies. Also kann fies sein. So. Ja, und der Mega Cup, der läuft dann. Und wir werden sehen, ob wir den gewinnen können. Bis zum nächsten Mal. Have fun, euer Quali. Tschüss.